Hallo und willkommen zur Fortsetzung unserer Diskussion zu RPC und insbesondere zur Fortsetzung der Diskussion über Webservices. Webservices hatte ich ja vielleicht ein klein wenig spöttisch behandelt als etwas, das eigentlich gescheitert ist. Aber ist es das wirklich? Sind Webservices wirklich gescheitert oder haben sie nur eine neue, neugeborene Form angenommen in der Art des sogenannten REST? Darüber reden wir in diesem Video. In einem gewissen Sinne ist es plausibel zu sagen, dass Webservices die richtige Idee waren, aber vielleicht an ihrer Komplexität gescheitert sind. Man konnte in REST sehr komplizierte Interfaces aufschreiben, sie konnten komplizierte Nachrichten in unterschiedlichster Art und Weise zu Interfaces zusammenbinden und viele verschiedene Interfaces in komplizierter Weise zu Diensten zusammenbinden. Und das ist natürlich toll und das freut das Herz des Informatikers, aber in Praxis braucht man das vielleicht auch alles gar nicht. Vielleicht ist es schöner und einfacher, wenn man sich auf das Wesentliche beschränkt. Und was ist das Wesentliche? Das Wesentliche ist, nach einer möglichen Lesart, ist es, wenn ein Interface mir erlaubt, vier Dinge zu tun. Nämlich erstens etwas zu erzeugen, ein Objekt, Ding, Instanz zu erzeugen, zu lesen, zu aktualisieren und wieder zu löschen. Ein Create, ein Read, ein Update und ein Delete. Nach seinen Anfangsbuchstaben als Akronym gerne CRUD genannt. CRUD. CRUD, CRUD. Und das ist, wenn man da drauf schaut, eigentlich gar nicht so viel anders als etwas, was wir bei HTTP doch schon mal gesehen haben. Das ist ein GET, das ist ein PUT, das ist ein POST, das ist ein Delete. Die Reihenfolge stimmt nicht ganz, aber es kommt aufs Gleiche hinaus. Okay, also wie wäre es mit folgendem Vorschlag? Statt eine komplizierte Art und Weise von beliebigen Nachrichten, die sich zusammensetzen können, irgendwie aufzuschreiben, simplifizieren wir das Ganze und sagen, es gibt Daten, die in irgendeiner Form dargestellt werden können. Und diese irgendwelche Datendarstellung, Repräsentation haben wir das mal im Kontext von HTTP genannt, diese Repräsentation der Daten, die kann ich irgendwie manipulieren mit diesen vier Primitiven. Ich kann sie erzeugen, lesen, aktualisieren oder auch löschen. Was brauche ich dazu? Naja, ich brauche eine Benennungsmöglichkeit und dann brauche ich die Möglichkeit, diese Ressource zu bekommen und lokal zu manipulieren. Lokal zu manipulieren, statt über ein kompliziertes Interface irgendwie zu beschreiben, in welcher Art und Weise das ich möglicherweise manipulieren möchte. Also eine extreme Simplifizierung, eine deutliche Vereinfachung des Ganzen. Und diese Idee findet sich dann wieder in etwas, was man Representational State Transfer, REST, nennt. Bekannt geworden durch die Dissertation eines Herrn Fielding, der eigentlich aus der Softwaretechnik kommt. Jetzt muss ich hier gleich eine Einschränkung, ein Caveat dazu sagen. Ich bin nur Techniker, ich würde mich nie trauen, irgendwie Softwaretechnik zu erklären zu wollen. Das ist jenseits dessen, was ich verstehe. Aber ein paar Worte möchte ich mir zu den Restideen dann hier doch erlauben oder muss ich hier auch anbringen. Es gehört hier dazu. Den softwaretechnischen Überbau dazu möchte ich den Kollegen überlassen. Diese REST-Architektur geht von ein paar Grundannahmen aus. Es ist eine Client-Server-Architektur. Es ist eine Stateless-Client-Server-Architektur, allerdings in einem ganz bestimmten Sinne des Wortes State hier. Natürlich existieren auf dem Server diese Ressourcen. Natürlich sind diese Ressourcen State. Natürlich merkt sich der Server, welche Ressource welchen aktuellen Wert besitzt. Was er sich nicht merkt, und in diesem Sinne ist das Stateless hier gemeint, der Server merkt sich keine Assoziation zu den jeweiligen einzelnen Klienten. Ein typisches Beispiel wäre ein File-Server-artiges Ding. Bei einem File-Server hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, dass eine mögliche Struktur sein könnte, einem File-Server als Interface zu geben, lies eine Datei, lies weiter in der Datei. Das Weiterlesen impliziert Zustand im Server für diesen Klienten. Wie weit haben wir diese Datei denn schon gelesen? Wie weit sind wir gekommen? An welcher Stelle muss ich jetzt weiterlesen und die nächsten Bytes geben? Diese Vorstellung von nächsten Bytes gibt es in einem REST-System nicht. In diesem Sinne ist Stateless hier gemeint. Es gibt keinen Zustand,
dir die momentane Assoziation zwischen Client und Server in irgendeinem Sinne beschreibt, sodass der Server sich merkt, aha, Client 5 hatte ja gerade schon das getan. Das ist hier stateless. Der Server wird Ihnen über dieses Read irgendwelche Informationen, irgendwelche Daten liefern. Und ein solches Datum muss explizit aussagen, in welcher Form es in einen Cache gelegt werden kann oder auch nicht. Dass es nicht gecached werden darf, wie lange es gecached werden darf, etc. Damit sind wir hier eigentlich fein raus. Das ist aus der Systems-Perspektive eine wunderbare Sache. Ich muss mir keine Gedanken machen, wann, wie oder welchen Bedingungen darf ich das. Das sagt mir meine Antwort. Ich habe das Problem elegant nach oben zum Anwendungsentwickler verschoben. Nicht mein Problem. Es ist ein Layered-System, wobei Layered hier eigentlich das falsche Wort ist. Es ist eigentlich ein in Stufen laufendes System in folgendem Sinne. Ein Client kann mit dem Server selbst reden. Er darf aber auch mit einem Intermediary reden. Und es soll für den Client nicht möglich sein, das zu unterscheiden. In dem Sinne, ich kann zu einem Proxy reden, ich kann mit einem Proxy verbunden sein, es ist für mich als Client nicht unterscheidbar. Es gibt eine optionale Forderung des Codes on Demand im Sinne von, ein Server darf mir neben Daten auch Code schicken. Stellen Sie sich das vor wie JavaScript, das Sie dem Webbrowser als Klienten mit übergeben. Das ist das naheliegende Beispiel hierfür. So, und die eigentliche Schlüsselaussage ist diese Vorstellung des Uniform Interfaces. Alles bisher war ja relativ handzahm, nicht? Alles bisher war eigentlich weniger überraschend, aber jetzt kommt der eigentliche Knüller, jetzt kommt die Vorstellung, ich habe ein Uniform Interface zu jeder Art von möglichen Ressourcen, in jeder Art, wie ich sie immer, worum auch immer es sich handeln möchte, es reicht, mit einer Art von Ressource zu arbeiten. Das ist die Behauptung oder der Denkansatz, der hinter Rest steht. Was bedeutet das denn? Diese Einförmigkeit, diese Uniformität schlägt sich nieder, zum einen in der Art und Weise, wie ich Ressourcen identifiziere. Das heißt, es gibt nur genau einen einzigen Namensraum, den ich benutze, um alle möglichen Ressourcen anzusprechen, zu identifizieren, einen Namen zu geben. Naheliegenderweise bietet es sich an, URIs dafür zu benutzen. Uniform Resource Identifiers, die genau diesen Zweck verfolgen sollen. Eine eindeutige Identifikation beliebiger Ressourcen. Okay, und das Schöne ist, wir haben uns ja auch schon dran gewöhnt, nicht? Wir haben uns dran gewöhnt, diese Slashes und Punkte da geeignet aufzuschreiben. Die Manipulation meiner Ressourcen erfolgt nicht durch Operationen, ich sage nicht addiere 5 auf, sondern durch die Repräsentation. Es ist eine lokale Manipulation beim Klienten, die dadurch geschieht, dass ich vom Server die Ressource in einer geeigneten Repräsentation bekomme und ich sie beim Klienten manipuliere, verändere. Also gib mir die Zahl, ich werde die 5 selbst aufaddieren, ich werde die Repräsentation verstehen und gegebenenfalls, wenn ich Client das möchte, werde ich sie dir Server wieder zurückgeben als aktualisierte Repräsentation. Okay, kann man sich auch noch vorstellen. Ist auch noch eigentlich sogar eine deutliche Vereinfachung. Das war ja die Idee, wir haben ja mit diesem CRUD angefangen, sodass ich eben nicht hinzufügen darf, addiere 5 in mein Interface. Okay, dritter Punkt. Meine Nachrichten, die zwischen Client und Server laufen, sollen selbstdeskriptiv sein. Sie sollen über sich selbst Aussage geben können, im Sinne von, ich kann aus einer Nachricht entnehmen, wie die Ressource repräsentiert ist in dieser Nachricht. Will sagen, ich kann zum Beispiel einer textbasierten Antwort ansehen, was der Character Set ist. Ist es ein ASCII, ANSI, ist es ein ISO-Latin, ist es ein UTF-8? Was ist der Media Type, wenn ich ein Video herunterlade? Okay, auch nicht überraschend, haben wir bei HTTP und HTML auch schon gesehen, dass wir das entsprechend explizit mit aufsagen als Metadaten. Eigentlich sage ich nur, ich möchte Metadaten für alle meine Repräsentationen haben. Auch okay. So, und die vierte Forderung ist jetzt das, wo man ins Grübeln kommt. Es ist die etwas kryptische Aussage, Hypermedia as an Engine of Application State, HateOS. Sagt erstmal gar nichts. Sagt Fielding in seiner Dissertation auch nicht viel dazu. Da steht auch nicht viel dazu, was damit eigentlich gemeint ist. Wenn man etwas tiefer buddelt, dann findet man Aussagen wie die folgende.
Resource representations contain enough information to discover further resources. Reden wir gleich noch drüber. Oder Client has no hard-coded information about structure or dynamics of the REST service. Okay, ich habe auf dem Klienten nichts darüber fest eingebaut, wie dieser REST-Dienst, den ich hier in Anspruch nehme, wie dessen Daten aussehen, wie die Dynamik ist, wie sich Daten verändern können, etc. Das ist ja spannend. Wo soll ich es denn sonst hernehmen, wenn es nicht hard-coded ist? Offensichtlich müssen mir die Daten, die ich von meinem Server bekomme, diese Aussage liefern. Und das ist das, was hier mit darüber gemeint ist. Schauen wir den Satz nochmal genauer an. Representations contain information to discover resources. Repräsentationen von Ressourcen beinhalten Informationen, um weitere Ressourcen zu finden, zu entdecken. Was bedeutet das? Naja, praktisch gesehen, irgendwo werden Sie als Klient anfangen müssen. Das ist vielleicht so eine Art Wurzelressource. Etwas, von dem alles andere sich ableiten lässt, von dem aus Sie alle anderen Ressourcen finden können. Und aus dieser Ressource können Sie, aus der Repräsentation dieser Ressource, können Sie jetzt Informationen darüber entnehmen, welche weiteren Ressourcen es gibt und wie Sie auf die zugreifen können. Und so weiter. Das geht rekursiv weiter, sodass wir hier die Vorstellung eines Resource Trees haben. Da fehlt ein Anführungszeichen. Eines Resource Trees haben, in dem Informationen baumartig untereinander strukturiert sind. Das passt ganz gut zu URIs. Da haben Sie ja eigentlich in der Benennung, im Namensschema, ist der Pfad zu einem Knoten in einem Baum ja eigentlich auch schon ganz natürlich angelegt. Ganz tief drunten sehen wir hier baumförmige Dateiverzeichnisse. So, gucken wir uns mal ein Beispiel an. Ich nehme hier Paul, unser Paderborner Campus Management System. Und so eine Wurzelressource könnte dann aussagen, es gibt Veranstaltungen, es gibt Räume, es gibt Studierende, es gibt Vortragende, es gibt Verwaltungsmitarbeiter, es gibt. Keine Ahnung, was es da alles noch geben mag. Und wenn Sie dann fragen, naja, was gibt es denn für Vortragende, für Lehrpersonal, dann könnte diese Lehrpersonalressource Ihnen vielleicht eine Liste liefern von einzelnem Lehrpersonal, also dem individuellen Vortragenden, zum Beispiel von dem Holger Karl, und Ihnen etwas über den aussagen. Naja, zum Beispiel könnte man jetzt hier wieder Verbindungen zu anderen Ressourcen aufschlagen, zum Beispiel von mir könnte es Informationen darüber geben, welche Vorlesungen ich halte. Okay, das ist auch wieder eine URI, nicht? Das ist Aussage über Ressourcen, die entdeckt werden können durch Inspizieren dieser Repräsentation. Haben wir jetzt den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben? Erinnern Sie sich, bei Web Services haben wir damit angefangen zu sagen, ich möchte keine HTML-Seiten parsen, die sich möglicherweise ändern. Ja, das möchte ich immer noch nicht. Hier hätte ich gerne immer noch etwas, das programmatisch gut benutzbar ist. Okay, also, was will ich eigentlich? Ich möchte eigentlich die Idee, dass ich meine Web-Services, die auf die programmatische Benutzung hin ausgelegt sind, mit dieser Idee REST, einheitliches, einfaches Interface, kein Wildwuchs, immer wieder die gleichen Operationen und ich bin vielleicht bereit, den Preis zu bezahlen, große Repräsentationen zu transferieren, um mir das Leben hier zu vereinfachen. Diese beiden Dinge möchte ich eigentlich kombinieren. Und das nennt sich dann ein RESTful Web Service. Im Sinne, REST können Sie auffassen als eine Spezialisierung, als eine Untermenge unter allen möglichen Web Services, die Sie bauen können. Es ist ein sehr spezialisierter, sehr eingeschränkter Web Service, aber es ist ein Web Service, den Sie entsprechend aufsetzen. Also, was tun wir? Wir haben sogenannte REST-Compliant Web Services, also ein Service, der XML-Repräsentationen von solchen Webressourcen darstellen, manipulieren kann, mittels dieser vier Standard-Stateless, in Anführungszeichen, Operationen, die wir lediglich in dem Interface zulassen. Anders als Web Services, wo wir beliebige Operationen in unser Interface hinzufügen dürfen, schränken wir hier ein und sagen, es darf nur CR, U und D geben. Create, Read, Update, Delete. Ah ja, okay. Kann ich natürlich machen. Ne? Es ist immer noch ein Webservice. Ich habe halt nicht mehr die volle Freiheit, den Webservice zu gestalten, aber es ist okay. Es ist immer noch ein Webservice.
Also ein Webservice, der sich an diese Architektureinschränkungen hält, ein sogenannter RESTful Webservice. Vorstellung, es gibt so eine Basis-URL, Basis-UI wäre präziser hier, von der ausgehend ich alles, was damit zusammenhängt, entdecken kann. Meine Media-Types sind durch Metadaten explizit annotiert und explizit spezifiziert, das ist okay. Und alle meine Anfragen, die ich per REST-artig tun möchte, werde ich über HTTP transportieren. Okay, auch okay. REST hat zu Transportprotokoll nichts gesagt. Ne? Warum nicht HTTP als Request-Reply-Protokoll? Ist fast egal. Es ist fast egal, aber nur fast. Ich mache mir nämlich noch etwas zunutze, dass HTTP-Anfragen eigentlich ganz gut zu diesen CRUDs passen. Dass ich also die Operation, die ich meinem Interface machen möchte, direkt auf Operation des Request-Reply-Protokolls HTTP abbilden kann. Siehe folgende Folie. Und was brauche ich noch? Ich brauche noch die Vorstellung, dass ich entweder über individuelle Ressourcen reden kann, ein einzelner Vortragender, oder über Sammlungen. Denken Sie Liste. Denken Sie Liste als allgemeiner Sammlungstyp. Über Listen, Collections, Sammlungen von Ressourcen reden kann. Und das macht dann einen kleinen Unterschied, ob wir Sammlungen, Collections von Ressourcen betrachten, ob wir sie benennen und darauf Operationen durchführen oder individuelle Elemente, individuelle Ressourcen benennen und darauf Operationen durchführen. In folgendem Sinne. Ich habe für Collections und einzelne Elemente leicht unterschiedliche Varianten, wie ich die RESTful-Operation auf HTTP-Methoden abbilde. Und das passiert folgendermaßen. Schauen wir uns vielleicht tatsächlich erstmal für einzelne Elemente an. Hier die untere Zeile in dieser Tabelle. Die würde ich aufschreiben, dass ich sage HTTP, HTTPS. Ich habe irgendeinen Fully Qualified Domain Name. Das wäre typischerweise meine Wurzel meiner Ressourcen. Vielleicht noch irgendeinen Pfad hinten dran. Irgendeine Ressource, irgendetwas und dann hier Nummer 17, wie immer das Ding heißen mag, Item 17. Was kann ich damit tun? Ich möchte Create, Read, Update, Delete mir überlegen, was das bedeutet. Nein, Create, das Ding gibt es schon. Es gibt schon Item 17. Also ein Create ist hier irgendwie komisch. Ne? Auf der Ebene über ein Create zu reden, erschließt sich nicht unbedingt, was ich damit meine. Aber ein Read sollte ich definitiv tun können. Ein Read ist naheliegenderweise ein Get. Also, ich kann über ein Get ein Read auf diese Ressource machen und ich werde erwarten, dass ich eine Repräsentation genau dieses einzelnen Individuums als Ressource erhalte. Mit zusätzlichen Metadaten, mit dem entsprechenden Media Types, die mir sagen, ist es jetzt ein Text, ist es ein Videofile, was auch immer. Ich möchte ein Update machen. Ein Update kann ich machen, indem ich ein Patch durchführe. Über Patch hatten wir nicht besonders im Detail geredet, ist eine weitere HTTP-Operation. Und das erlaubt mir genau das. Ich kann ein Update des entsprechenden Individuums machen. So, jetzt gibt es noch ein Put. Put hat so eine Doppelrolle. Put kann, wenn ich dieses Individuum tatsächlich schon existiert und dieses Item 17 gibt es, dann ist es im Prinzip das gleiche wie ein Patch. Es ist eine ersetzende Repräsentation durch eine neue Repräsentation. Aber hier habe ich tatsächlich auch ein Create. Wenn es dieses Ding noch nicht gibt, wenn es Item 17 noch nicht gibt, dann wird es eben halt doch erzeugt. Okay. So, und dann gibt es noch CRU. Jetzt brauchen wir noch das Delete. Wir können natürlich auch noch löschen. Und das bilden wir naheliegenderweise auf das Delete an. Okay. Post wird typischerweise nicht benutzt im Kontext einzelner individueller Ressourcen. Was ist jetzt mit solchen Collections? Was ist mit Sammlungen? Die Sammlung wäre etwas HTTP, HTTPS, API, XML, irgendwelcher FQDN und eine Sammlungs-URL. Achten Sie auf den Strich hier am Ende. Der Slash hier am Ende sagt mir, es ist kein Individuum, es ist eine Sammlung. So, get auf eine Sammlung. Was werden Sie erwarten? Sie bekommen your eyes aller enthaltener Mitglieder dieser Sammlung, aller enthaltenen Elemente in dieser Sammlung. Vielleicht kriegen Sie noch weitere Metadaten dazu. Das ist das Read. Wir können ein Element in diese Sammlung hinzufügen. Das passiert über ein Post. In der Regel und eigentlich als
Ja, eigentlich das übliche Prozedere ist, Sie geben keine URI vor. Sie werden die URI dieses neu erzeugten Elementes zurückbekommen als Ausgabe der Postoperation. Wir brauchen noch ein Update. Ein Update wäre für eine Sammlung, die gesamte Sammlung durch eine andere ersetzen. Wie machen wir das? Naja, wir ersetzen durch ein Put die Sammlung durch eine andere Sammlung. Und wir haben natürlich wieder ein Delete, lösche diese einzelne Sammlung. Jetzt fragen Sie sich, wo ist denn das Delete für eine Sammlung? Das Delete für eine Collection haben wir eigentlich schon gemacht, denn eine Collection ist nichts anderes als ein Element der darüber liegenden Ressource. Also machen Sie einfach ein Post in der darüber liegenden Sammlung und erzeugen damit eine neue Collection. Okay, damit haben wir eigentlich diese Muster sowohl für das Individuum als auch für Sammlungen zusammengesucht. Das ist ja eigentlich ganz nett. Und unsere URIs bleiben dabei angenehm einfach. Unsere URIs bleiben angenehm einfach. Was heißt das für konkrete Muster? Schauen wir uns nochmal an, wie sich URL-Muster in einem solchen RESTful-Entwurf tatsächlich benehmen. In folgendem Sinne: Ich möchte gerne nebeneinander legen, wie Sie URLs typischerweise in einem konventionellen, non-REST-basierten Entwurf aufschreiben würden und wie das in einem solchen REST-basierten Entwurf sich anfühlen würde. Beispiel: Ich nehme wieder Paul, unser Campus-Management-System, und wir reden mal über Vorlesungen. So, und in beiden Fällen möchte ich zwischen der Menge, der Liste aller Vorlesungen und einer individuellen Vorlesung unterscheiden. Schauen wir uns das an. In diesen konventionellen Mustern gibt es wenig Konvention. Aber die Handlungen werden Sie typischerweise in die URL schreiben. Also zum Beispiel ein Hinzufügen hätte vielleicht dann so etwas wie ein Add explizit als Teil der URL. Wohingegen sowas wie Query versus Update ist dann in der HTTP-Aktion zu sehen. Also ein Get oder ein Post. Beispiel: Angenommen, Sie machen etwas, das Ihnen alle Vorlesungen geben könnte. Das könnte sowas sein. Sie haben so ein paul.upb.de Classes. Gibt Ihnen eine Liste aller Vorlesungen. Wenn Sie jetzt eine neue Liste von Vorlesungen hinzufügen wollen, denken Sie dran, wir sind im konventionellen, human-centered, auf den Menschen ausgerichteten Denkweise für URLs. Naja, Sie brauchen jetzt ein Formular, ne? Sie müssen jetzt erstmal ein Formular haben, in das Sie irgendwas eintippen können. Also brauchen wir irgendwie eine URL, wo wir das Formular bekommen. Also irgendwie sowas wie ein Add. Wenn Sie darauf ein Get durchführen auf so eine URL, dann bekommen Sie eine Webseite geliefert, in der so ein Formular drin. Alles schön. Jetzt können Sie eine neue Vorlesung eintippern. Und wenn Sie dann auf Abschicken drücken, dann werden Sie auf diese URL ein Post durchführen. Mir eine typische Konvention, das so zu tun. Daraus legen Sie eine neue Instanz an. Dann zum Beispiel die 175 als weitere Vorlesung. Wenn Sie hierauf ein Get durchführen, bekommen Sie diese Vorlesung beschrieben. Jetzt wollen Sie hier weitere Details wissen. Na gut, die kriegen Sie schon dafür, aber jetzt wollen Sie das aktualisieren. Jetzt brauchen Sie wieder ein Formular, in das Sie was eintippern können. Mögliche Struktur wäre: Sie haben eine URL, es ist ein Update und das gibt Ihnen auf dem Get wieder das Formular zum Verändern und das Post macht Ihnen das Upload. Sie merken, das ist ein bisschen inkonsistent. Das ist eigentlich nicht so schön. Nicht? Einmal haben wir hier schon die Details, aber dann brauchen wir nochmal ein Update, um dieses Formular zu holen. Naja. Ja, das kann man alles machen. Das ist auch per se erstmal nicht falsch. Ist es übersichtlich? Kann man sich streiten. Wie würde das RESTful aussehen? RESTful würde sagen, in den URLs schreiben wir keine Aktionen rein. URLs beschreiben genau das, was sie beschreiben sollen, nämlich die Ressource. Nicht, was wir damit tun. Das, was wir damit tun, schreiben wir lediglich in die HTTP-Aktion. Mit den Konventionen von der vorherigen Folie. Wenn wir also sagen, wir betrachten die Classes, slash am Ende, dann bekommen Sie hier eine Liste aller Classes über Get oder Sie können über Post ein neues Element hinzufügen. Wenn Sie sich jetzt ein einzelnes Element angucken, 175, sorry, dieser Slash gehört da nicht hin, der ist falsch. Machen Sie den bitte weg, zumindest in Ihrem Kopf. Ein Get auf Classes/175 gibt Ihnen genau diese Informationen für diese Veranstaltung oder über ein Put aktualisieren Sie das. Okay? Eigentlich viel glatter, viel sauberer.
definitiv aus so einem programmatischen Betrieb oder Nutzung eigentlich sehr viel schöner. Naja, aber was machen Sie jetzt in Ihrem Webbrowser? Wo sollen Sie denn jetzt als Webbrowser, als Webserver, nicht als RESTful Web Service Server, sondern als Webserver, der für einen Menschen eine HTML-Seite ausliefern soll? Was machen Sie denn jetzt, wenn Sie hier so eine Paul Classes 175 bekommen als Anfrage? Geben Sie jetzt nur die Seite, liefern Sie gleich ein Formular mit aus, unterschiedliche Optionen. Oft finden Sie das dann wieder durch JavaScript im Browser realisiert, sodass Sie dynamisch einen HTML-Code hinzufügen können, der Ihnen entsprechendes Formular erzeugt, das Ihnen das dann an den entsprechenden Formular-Endpunkt übermittelt. Okay, sehr schön. Das wäre so eine typische Diskussion über HTML-Patterns. Wie ist das jetzt mit diesen Interfaces? Wie sieht das aus, wenn Sie sich RESTful Interfaces angucken? Naja, die Aussage war doch aus diesem HateOS, das brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Interface-Beschreibung. Ja, das ist ja schön und gut, aber trauen Sie sich, ein Programm zu schreiben, das ohne irgendwelche Strukturannahmen die gegebene Struktur aus einer solchen Repräsentation herausliest, versteht, sinnvoll interpretiert und damit sinnvolle Dinge tut? Naja, vielleicht will man ja doch ein bisschen was darüber wissen, welche Dienste existieren, was für URIs die haben, was die für eine Semantik haben. Was passiert denn da, wenn Sie jetzt eine folgende URI irgendwie benutzen? Also da braucht man schon etwas Formalisierung. Ja, naja, WSDL, klar doch. Ne? Es ist ja eine Spezialisierung von Web-Services, also könnte man WSDL als Formalismus dafür benutzen. Aber das ist ja schon mal schiefgegangen. Klar, es gibt von den ganzen großen Webfirmen jeweils, jeder hat seine eigenen Beispiele, wie man das aufschreiben kann. Klar, kann man nehmen, wenn man sich darauf einlassen will. Oder sie nehmen doch etwas, was vielleicht etwas allgemeiner nutzbar ist. Und ein Beispiel, das gerade recht populär zu sein scheint, ist Swagger. Swagger, wie man es aussprechen will. Was in die sogenannte Open API Specification eingeflossen ist. Idee ist, Sie schreiben eine Spezifikation als eine YAML-Datei, YAML, Yet Another Markup Language, in der steht eigentlich alles drin, wir gucken gleich ein Beispiel an, der steht alles drin, was Sie auch in so einer WSDL-Beschreibung aufschreiben würden, aber ein bisschen kompakter, ein bisschen das, was man wirklich braucht. Und das Interessante ist, Sie haben nicht nur einen brauchbaren Formalismus, Sie haben eine vernünftige Toolchain, Sie haben vernünftigen Open-Source-Support und damit haben Sie dann letztlich Erfolg. Was müssen Sie also machen? Sie schreiben das API auf als YAML-Datei und daraus erzeugen Sie Code für Ihren Klienten, für Ihren Server, ganz analog, wie Sie aus einer Interface Definition Language Stubs und Skeletons für Server, für Caller und Callee schreiben würden, schreiben Sie hier YAML-APIs und bekommen Stubs und Skeletons, Klienten und Server, für einen entsprechenden RESTful-API-Ansatz. Sie merken, so groß ist der Unterschied dann auch wieder nicht. Eigentlich stecken die gleichen Grundideen hinter allen diesen Konzepten. Und ob Sie es jetzt RPC, RMI, Webservice oder RESTful nennen, eigentlich ist es immer die gleiche Idee. Sie strukturieren die Art und Weise, wie ein Caller und ein Callee miteinander umgehen. Dieses Swagger hat noch ein paar schöne Eigenschaften. Es gibt Ihnen auch noch gleich eine Dokumentation automatisch mit dazu. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen, spielen Sie da mal mit rum. Es ist wirklich nett, damit zu arbeiten. Sie bekommen mit wenig Aufwand vernünftige APIs aufgeschrieben und Code, direkt benutzbaren Code dafür erzeugt, sodass Sie dieses API auf Server- und Client-Seite anbieten oder konsumieren können. So, hier noch das versprochene Beispiel. Ich hoffe, man kann es leidlich lesen. Also Sie hätten hier, das ist direkt eines der Standard-Swagger-Examples, schauen Sie sich direkt auf der Webseite dort an, haben Sie direkt die Möglichkeit, das auszuprobieren. Ist viel überzeugender als in so einem blöden Video. Sie schreiben sich irgendwelche Informationen auf, Sie schreiben sich noch einzelne Interaktionen auf, können hier direkt gucken, was bei einem Post, bei einem Put, bei einem Get entsprechend passiert, direkt mit Dokumentation und interaktivem Ausprobieren. Probieren Sie es aus, ist viel überzeugender, als mir hier zuzuhören.
Der Vollständigkeit halber zum Schluss noch erwähnt, viele, viele der üblichen Webseiten sind über Web-Services in der einen oder anderen Form zugänglich. Heutzutage eigentlich restful. Müsste überlegen, ob es andere Beispiele gibt. Beispiel wäre Googles Map API. Sie brauchen irgendetwas, das ein Curl auf eine URL machen kann, also wo Sie Get, Post, Puts auf eine URL schicken können und Sie bekommen JSON als Resultat zurück. Und wenn Sie das als Beispiel zum Beispiel in Python machen, dann brauchen Sie die Requests-Bibliothek und eine JSON-Bibliothek. Wenn Sie Requests als Python-Programmierer noch nicht kennen, kann ich nur sehr ans Herz legen, macht vieles der Interaktion mit Web-Services RESTful oder nicht RESTful, kann auch direkt mit Human-Centered Web-Services ganz gut umgehen, macht es sehr, sehr viel einfacher, lege ich sehr ans Herz, schauen Sie sich das an. Naja, und Sie stecken eine hier nicht mehr richtig abgebildete, schauen Sie in den Foliensatz, nicht mehr richtig abgebildete URL rein, Sie bekommen ein JSON zurück und können sich das direkt entsprechend angucken, was Google über die Warburger Straße 100 in Paderborn weiß. So, das ist der RESTful-Ansatz für Web-Services. Ich wiederhole nochmal, was ich eben schon versucht habe zusammenzufassen. Es ist eigentlich immer die gleiche Idee. Sei es RPC, sei es RMI, sei es Web Services oder RESTful. Es läuft auf die gleichen Ideen hinaus. Sie haben irgendeine Art, ein Interface zu spezifizieren. Es kann ein sehr eingeschränktes Interface sein. Die Kunst bei RESTful ist die Beschränkung auf das Wesentliche. Es kann ein sehr weitschweifiges, beliebiges Interface sein, wie Sie es im allgemeinen RPC oder RMI finden würden. Aber es ist immer die Art und Weise, ein Interface aufzuschreiben und damit zu interagieren. Aus der Programmierersicht. Aus der technischen Realisierungssicht haben Sie ein Request-Reply-Protokoll dahinter stecken, das Ihnen dafür sorgt, dass Sie vernünftige Semantik bei den Aufrufen haben, dass Sie so Dinge wie In-Out-Parameter mit Call-by-References vernünftig unterstützen können. Eine schöne kleine Übung ist, sich zu überlegen, was macht die REST-Repräsentation eigentlich mit In-Out-Parametern, in welchem Sinne ist der Transfer von Repräsentation eigentlich ein Call by Copy and Restore. Und selbst wenn Sie das Video jetzt nicht groß pausiert haben, werden Sie sofort merken, es ist eigentlich genau das Gleiche. Es ist eigentlich ein Call by Copy and Restore, um genau den gleichen Zweck zu erzielen. Sie haben die Möglichkeit, auch komplizierte Datenformate entfernt oder lokal zu verarbeiten. So. Die Tatsache, dass REST im Moment so populär ist und so viel Aufmerksamkeit hat, ist zweifellos dieser Beschränkung auf das Wesentliche, das Reduzieren auf das, was wirklich gebraucht wird, geschuldet. Und ich glaube, das ist auch eine wesentliche Lesson learned hier. Vorne auf der Folie stand, there's beauty in simplicity. Es ist einfache Dinge sind schöne Dinge, sie haben Perfektion dann, wenn sie nichts mehr weglassen können. Und in diesem Sinne möchte ich auch diesem Video nichts weiter hinzufügen, sondern ich hoffe, dass man aus diesem Video nur Unwichtiges weglassen kann. Trotzdem danke ich fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video.